Idee. 999 Shake. Boah, ich hab was Neues. Sind halt wirklich nicht. Mach einfach wie letztes Mal. Er sagt, er hat was Neues. Es fängt schon wieder an. Yo, Sid, frische neue Frisur. Ich bin nicht Sidney für die Leute, die denken, dass ich Sidney bin. Ich bin's. Also, ich bin Willi. Bruder, das meinst du doch nicht ehrlich. Bruder. Warum fuckst du, Bruder? Man denkt, du bist ein Minenarbeiter. Junge, jetzt gib. Junge, du sollst meine Haare färben. Ja, damit ich alles das tut weh, wenn ich da hinschaue. Ich kann sogar justieren. Digga, was machst du in deiner Freizeit? Hey, das ist wirklich für Haare schneiden. Was macht der Typ in seiner Freizeit? Ist mal so dunkel, da habe ich mir das geholt. Was ein Kranker. Das ist wirklich ein W-Gadget. Bro, du bist krank. Das ist voll gut zum Haarschneiden. Ich schwöre, er sieht aus wie ein Minenarbeiter. Ich bin hier, um meine Haare zu färben. Er kommt da mir entgegenlaufen. Jo, mit was willst du es jetzt anmischen? Ja, das überlege ich noch. Nein. Nicht mal dran denken. Sidney, Bruder, bitte. Nein, Bruder, das ist so krank. Ich schwöre noch. Bruder, Mann. Ich schwöre. Wir machen wieder full blond, ja? Bis ja, hinten. Ja. Nein. 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 Ich schwöre, nein. Der will einfach das. Nein, Sidney, ich will von deinem Penner essen. Das ist schon sein Laden. Er will hier meine Haare. Nee, Mann, ich fass nicht mal an. Ekelhaft. Henry Buschmann, danke für den Sub im ersten. Jetzt geht's ab. Jetzt schwör's dir. Er hat das letzte Mal so gut gemacht, er kann nur verkacken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich vertraue ihm nicht. So, okay, mein Lieber. Schauen wir an, ne? Dreh mal kurz den Kopf. Okay, ja, wir sehen schon, heute werden wieder die Haare gefärbt von William Wilson. Liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt. Er wird jetzt wieder so tun, als ob er skeptisch ist und bla bla bla. Und am Ende ist er eh wieder froh über das Resultat. Hm? Lieber? Oder ohne, das kommt mir alles. So, Handtuch, gib ihm ein Handtuch. Chat schreibt, gib mir ein Handtuch, du lässt mich hier wieder sitzen wie ein Penner. Oder sieht aus wie ein Friseur mit Service und so. Ich pette oder du hast eine verfickte. Du hast eine verfickte Lampe auf dem Kopf, aber du hast kein Handtuch. Du tust jetzt, ob ich Geld verlange dafür, Digga. Hol dir ein scheiß Handtuch. Ja, was ein Penner, ne? Willst du nicht irgendwie hier mit. Hol mal bitte jetzt wenigstens. Schlechter Service, hat kein Handtuch. Das hab ich gerade so mein. Stopp! Leute, ich hab einen Salon gegründet jetzt. Und jetzt ist mein erster Kunde. Vaseline. Ich hab keine Vaseline. Du hattest das letzte Mal auch Vaseline. Ich muss erstmal kurz die Mischung anmischen. Also, wir haben jetzt 12%iges Blondierungscreme, dazu Oxidationspulver. Beides im Verhältnis zu. Müsst ihr nach Gefühl machen. Ich hab keine Richtlinie. Guck mal, bitte, das sehen die Leute nicht mal, was der hier gerade macht. Ich hab keine Richtlinie. Nach Gefühl. Und ich nehme auch keinen Pinsel, ich nehme meine Hände. Oder wenn Leuten, das kannst du eigentlich gar nicht erzählen, der steht mit einer Lampe im Kopf in seinem Wohnzimmer. Oder warte doch mal, was du immer machst, Dicker! Ich hatte zu viel drauf. Okay. Und jetzt gehst du? Die eine Stelle wird doch dann heller. Sidney. Ich mach mal eine Creme. Und dann soll ich mein Gesicht eincremen. Mach mal bei der Ansatz da. Alter Bruder, du bist ja ein absoluter Penner. Mit Nivea Softcreme mache ich jetzt. Was mache ich jetzt? Mit dem Ansatz, wo deine Outlines. Bruder, das dann kann es. Also. Nein, so schön. Nicht deine Haare. Ja, hier, oder? Ja, ach, ist das geisteskrank, Bruder. Soll ich vorsichtig sein? Friseurladen muss haben, ne? Einer gibt mir Nivea Softcreme. Bruder, das ist welche an meiner Hose. Schnell weg. Ich glaube, nein. Ich glaube, heute, ich schwöre, heute macht er mit Absicht schlecht.
Guck, guck, guck. Der macht jedes Mal, was drauf, geht. Und gibt mir Feedbacks mit. Wie? Du willst mir sagen, du hast kein Handtuch zu Hause. Ich schau, sorry, Chat, ich muss das kommen. Die Haare sind ganz schön lang, ne? Es wird ein bisschen komisch aussehen, wenn die früh blond sind. Wie? Ja, letztes Mal waren die so kurz. Die sind halt ganz schön lang. Die sind noch nicht lang, Bruder? Warum sagst du es nicht im Vorhinein? Du schneidest es noch kürzer? Bin ich wirklich dein Friseur? Es wird nicht so wie letztes Mal so, deswegen. Ach, du hast so ein bisschen. Du hast auch so Waves und so ein bisschen so. Ich schwöre, heute habe ich richtig... Das ist doch nicht meine Schuld. Du kommst doch, mit der Frisur hin. Doch, ich mache doch, nichts, doch, außer doch, dir die Haare doch. Zu färben. Bruder, du... Also heute habe ich richtig das Gefühl, dass du mich fixst. Warum? Ich mache deine Haare blond, die da sind. Das ist mein Job. Er vermischt es mit seinem Daumen, ne? Voll ja. Dickflüssig. Wie muss das sein? Ich habe meine eigene Rezeptur, Chat. Mach das wirklich nicht zu Hause nach. Hast du nicht einen Kamm oder so? Nicht? Nimm einen Kamm, Bro! Nein! Sydney, bitte, Bro. Das ist so... Heute sage ich, schieße dem Vogel ab. Bruder, das sind Klumpen. Das sind einfach Steine. Ich bitte dich. Ey, sieht man da... Ey, Bruder! Ich habe einen Klumpen... Das sind einfach Steine, ihr seht das nicht. Ich nehme das jetzt gleich in die Hand. Nein. Warum nicht? Bruder, bitte, Sydney, ich hab... Dann nimm doch bitte den Kamm, bitte. Viel zu viel drauf, ich bin Friseur, rate dringend davon ab, die fahren die Haare ab. Ich schwöre, wenn ich Haarverlust habe, werde ich deine Haare schneiden. Ich kenne mich doch nicht so gut aus. Ja, aber Bruder... Did I ever let you down? Bitte hol dir doch bitte ein Kamm. Können meine Haare echt dadurch rausfallen, dann mache ich es jetzt weg. Es ist viel zu trocken, Bruder, viel zu trocken. Du kommst, machst meine Haare haus ab. Guck mal, jetzt sitze ich wieder hier so. Guckt euch an. Guckt euch an. Guck mal, der ist jetzt viel. Trocken ist sehr gefährlich. Sydney, Sydney! Mach! Ja, ich guck, ob ich einen Kamm habe. Nachdem das drauf ist und hier drauf ist. Ja? Nein, 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 nein. Was denn? Bruder, ist das. Verstehen Sie Spaß? Omid kommt. Wie Omid kommt? Ja, da schon. Wie Omid kommt? Alter. Fuck, ist das krank. Bruder, das meinst du doch nicht ernst. Digga, wie lang sind deine Haare? Bruder, meine Haare sind nicht lang, aber doch, du... Doch, guck doch, wie lang ich die... Ich kann nicht hochkämmen. Bruder, bitte lese nicht den Chat und mach meine Haare. Ich muss gucken, was sie schreiben. Es ist ein Kamm, Hood-Edition. Bruder, du brauchst zu lange, Bruder. Das ist keine Hood-Edition, das ist Road to Istanbul. Das ist keine Hood-Edition. Wusstest du nicht, dass Haare ausfallen können davon? Ja, Bruder, so wie du es machst, bin ich morgen auf jeden Fall mit einer Glatze am Start, Bruder, und hab... Alter! Tut es weh? Der Kamm? Nee, aber... Hey, ist nicht mal drunk. Ja, das ist das Traurige, da wärst besoffen, hättest du eine Entschuldigung. Sieht nicht mal schlecht aus, Bruder. Ja, Mann, sieht echt super aus, Mann. Nee, ich mach's voll schlecht. Nee, voll geil, Alter. Mach mal ein bisschen rein. Nein. Mach so viel du denkst. Bruder, nein. Bist du, ey, seid ihr dumm, ihr zwei? Guck mal. Ich schwöre, wenn meine Haare ausfallen, werde ich dafür sorgen. Zusammen. Bruder, wir fliegen nicht allein. Du müsstest schon lange im Flieger sitzen. Alter. So. Kannst du meinen Kopf nochmal machen? Das war den schlimmsten Fall passiert. Ja. Nochmal. Zu krank, Digga. Einfach eine Lampe auf dem Kopf, aber kein Friseur, aber kein Handtuch im Haus. Einfach Minenarbeiter. Back to the roof, bro. Digga, die sind echt lang. Was
Also da werden voll viele schwarze Härchen übrig. Vielleicht machst du das mal hier hinten weg, sonst ein bisschen blond hier hinten auch ein Stückchen. Oh, das ist schlimm. Das sind nur Haare. Also, sag niemals oh, besonders auch du. Bei mir ist oh schon schlimm. Ja, Bruder, ich schwör. Einfach. Einfach. Nee, ich bin gelernter Friseur. Nee, Bro. Sorry, dass ich mein Bestes gebe. Voll geil, danke für deine Bestes. Einfach Brocken auf dem T-Shirt. Sein Bestes. Will ich auch skeptisch? Nee, weißt du was? Ich sehe es jetzt komplett ein, dass ich gefickt bin. Viel zu viel. Lese ich das 8. Mal viel zu viel. Und er klopft immer wieder mehr drauf. Viel zu viel. Und das ist mein Ohr, Bruder. Das ist mein Ohr. Dann wird dein Ohr auch mal ein bisschen weiß. Mhm. Will mal einer, auf die Hände machen. Ne? Einer denkt, ich will noch nebenbei Michael Jackson lernen. Ja, ey, ey. Oh, das wird schon, das fruchtet schon, das ist schon blond, du. Das fruchtet schon, William. Bitte mach einen Kamm und so. Gib richtig Gas, Bruder. Nee. Ich sag, gib richtig Gas, er reibt meinen Kopf härter. Walla, hab auch mal gesagt. Ich finde immer, Hände sind besser als Chance. Er sieht sehr aus wie Maus, Abi. Ey, Bruder, bitte, ich will nicht wie Maus ausschauen. Bitte, Sidney, übertreib nicht. Was braucht man ein bisschen? Mann, Bruder, lass. Frag schön, Scheiß auf das, bitte. Das vom Backe muss weg, ist richtig gefährlich. Sidney, guck mal mein Gesicht an, Bruder. Guck mal mein Gesicht. Wo, mach weg, mach weg. Das ist doch gar nichts. Was im Ohr. Mach richtig weg. Das ist locker nach hinten gehen, ne? Oder warum ist, sind es deine Hände? Kalt sind? Ja. Ich hab doch hier wieder weg. Ey, jetzt mal wirklich an die Subs, an Leute, die wirklich Ahnung haben. Gib mal ehrliches Feedback. Ehrliches Feedback. Bitte. Was der Kranke hier macht mit seiner Lampe auf dem Kopf. Das ist mein Kampf. Ey, aber das sieht wirklich gut aus. Aus? Ja. Nochmal? Ja, das ist schon. Aber wenn nicht. Ich hab verschiedene Stufen. Du übertreibst, Julian, ich ficke dich. Ey, ich finde, jetzt sieht das wirklich gut aus. Ja, das ist egal. Sieht voll gestylt aus, so nach hinten. Danke dir, Robin. Bruder, was sagst du? Prozentig? Mal ernste ich Frage. Darf nicht mehr. So, geh mal ein bisschen näher ran. Zeig es mal den Leuten. Wie sieht's aus? Wie sieht es aus in der Kamera? Was, Bruder? Du mach deine Haare hoch, dann sehen alle deine Löcher, Bruder. Bruder, du siehst aus wie Delay Sports Trainingsanlage. Dein Platz ist auf dem Kopf. Es ist, muss er noch was anderes machen? Fickt euch, kommt hier niemals hin. Hinterkopf ist viel zu viel. Adam, Bruder. Adam, guck mal. Mehr muss ich nicht. Da fällt schon was aus. Weißt du, was mich mal freuen würde? Sag. Wenn ein paar Kilo mal rausfallen. Alter. Müsste ich nicht so oft tanken. Alter. Check. Wir werden aber wieder einen zweiten Durchgang machen müssen, ne? Warum? Warum müssen wir in den zweiten? Am Anfang wird es noch ein paar Flecken geben, schwarze Stellen. Und dann müssen wir natürlich einen zweiten Durchgang machen. Dann geht es nochmal in die zweite Runde, mein Lieber. Also, das wird so sein. Hä, macht man das nicht durch Silbershampoo? Nein, 2 bis 3 Durchgänge müssen. Zwei reichen. Sonst hast du Flecken und so. Sicher? Besonders hier so Übergang. Da wird ein paar schwarze Stellen. Aber die kann man ja wegschneiden. Wie lange habe ich das schon drauf ungefähr? J-Quicks, danke für 3. Sieht schon mies geil aus. Danke, danke dir. Lukas Eweka, danke für 10. Chris Brown, danke schön für 23. Danke, Breezy. Und Tim, danke für 11. 2 Minuten. Und guck mal, ich schreibe mir so irgendwas. Ja, Bruder. Schreib mal Subchat. Mach mal Subchat raus. Guck mal, er schreibt Sidney. Einer liest Nachrichten von Komplimente vor und poliert sich ein. Ich arbeite jetzt im Friseur. Ich arbeite jetzt im Friseur und die Konsistenz ist einfach zu sehr trocken und viel zu viel. Was muss er anders machen? Tja.
So wie wenn ich sage, Emre Can ist gestern langsam gelaufen. Ja und? Was? Es gibt doch immer Kritiker draußen. Was ein schlechtes Beispiel, hier? Bruder. Warum läuft er nicht? Ja, ne? Rede, ne? Ja. Ist das peinlich. Es ist einer das der schlechtesten Vergleiche. Ja, Kollegen wollen mich schlecht darstellen. Ja, ich finde das ein bisschen eklig von euch, Leute. So hinterrücken, so, dass ihr jetzt so einen Chat macht, so diese. Checkt schon eure Filme so, was ihr so bewirken wollt, so, dass mein Kunde so auf mich ist und dass er zu euch kommt, so. Checkt das schon, aber... Ja, ich sag mal so, das Ergebnis wird für sich sprechen, so. Oder er hat einfach als Vergleich... Wäre gerne eine Runde weiter, so. Wenn nicht, wir können wollen, wir wollen. Er hat einfach als Vergleich gesagt, ja, das ist das Gleiche. Hast du mir damit die Haare gekämmt? Ja, eigentlich, ich bin best, ich hatte auch lange Anreise und so, deswegen... Deswegen, wir können gerne 1v1 machen. Ja, dir, ich wäre auch echt dankbar, wenn wir nochmal 1v1 machen können, ja. Willst du nochmal irgendwie da durchgehen? Nein, gar nicht. Ah, nein. Willst du es nicht auch so ein bisschen quer rechts links machen? Nein. Oder jetzt mach mal rechts links, gar nicht. Ja. Ich schwör, mir wär's lieber, wenn du besoffen wärst. Das ist einfach nur der Barber, ich nicht Jumbo. Ich bin mein Feind der Barber gerade. Ja, also, ja, war heute ein langer Tag, war beim Arzt, MRT und so gemacht. So. Hat dir auch nichts damit zu tun. Hat auch mein Kamm nicht dabei. Hat auch nichts damit. Musste damit arbeiten, natürlich auch wieder scheiße für mich. Hat doch nichts damit zu tun, Sydney. Okay, Vaseline hatte ich auch nicht hier, deswegen auch ein bisschen schwer für mich so, aber ja. Ich würde gerne noch eine Runde weiter, wenn nicht, wir können auch machen. Ich bin ein Diskutierer. Ja. Ja. Vielen Dank. Der Nächste. Okay, dann warst du erstmal selber der Nächste. Ich habe immer das Gefühl, das letzte Mal war zu gut. Das heißt, heute wird automatisch schlechter. Es geht gar nicht besser wie letztes Mal. Also mit Talk, letztes Mal war wirklich eine 10-10 von mir. Ja. Ich bin selber. Sydney, hast du eine Uhrzeit? Hast du einen Timer? Und wann merkst du, wann es fertig ist? Setz dich hier hin, bitte. 10 bis 15. Noch 10 bis 15. Mach Bart auch. Vielleicht kann Sydney deine Füße färben, dann triffst du auf das Tor. Nein, das sind keine Klumpen. Ja. Wo denn? Meinst du ernsthaft? Siehst du nicht, was ich nicht sehe? Bitte schau mal. Bitte, Sydney. Das wirkt schon. Der ist schon blond. Der ist schon blond auf jeden Fall. Topflampe, wie geil. Das wird halt so, das scheint so ein bisschen. Und dann wird es halt dicker. Aber noch nie hat das so gescheint. Das soll scheinen, das ist oxidiert. Der Prozess mit Sauerstoff. Das oxidiert wirklich. Das stimmt. Ich sag auch, er labert. Tims Gedanke für 11. Natürlich oxidiert das. Das ist wirklich eine Oxidation. Ja, guck. Mein Gott. Exotherme Reaktion, ja. Keine Endotherme, sondern Exotherme Reaktion. Ja, ja. Ja, gibt's nicht. Ja, ich lese mir da nicht durch, was da drin steht, aber ich weiß, dass es komplette eklige Chemie ist, was seine Haare fickt. So wie Relaxer. Relaxer kriegst du auch raus, voll gefickt. Wasch aus. Soll ich das selber machen? Ich will die nicht öffnen. Okay, ich mach Snapchat-Stories. Das will ich alles. So. Achso, was hier. Ich färb grad Willis Haare. Jetzt kommst du dafür? Was geht, Digga? Bruder, mach mir das. Liebe. Ich. Auf dem Knie, ne? Mann. Ah! Oh, was geht? Was ist? Mama, helf mir bitte! Was soll ich machen? Mama, Kater! Ich seh dich! So, Kater. Du bist verstanden. Oh.
Mach mal mit deinen Händen. Warte, hier noch nicht. Wie, Digga. Ekelhaft. Linke Seite ist noch nicht. Was macht der? Was ist das? Alter. Ron Weasley. Boah, das ist 10 vor 10 Kacke. Nice, Digga, nice, nice, nice. Von hinten noch am besten, ne? Zeig's ihm. Skillzeig. Rechte Winkel, ganz wichtig. Lass ihn schneiden. Trust. Liebe, Digga. Niemals und keine Liebe, okay. Digga.